Wintercamping kann eine wunderschöne Sache sein. Es gilt aber zu beachten, dass man hier eine grundsolide Ausrüstung hat. Unter anderem ein Zelt, wo man gut abspannen kann gegen Schneelast und Wind. Hier sieht man, wie ich ein Stoffmodell vorbereite. Das ist eine filigrane Geschichte. Das Stoffmodell wird mit Bändern vernäht und anschließend in Kappschnot integriert und zugenäht, vernäht. Die Näharbeit erfordert ganz sicher eine Industriemaschine, weil man es hier mit einer x-fachen Stoffstärke zu tun, wo man also mit einer Haushaltmaschine nicht durchkommt. So ein Abspannpünktchen, so ein filigranes, ist zum Beispiel 32-fach vorhanden beim Anisch 2 Tipi. Hier sieht man, wie es in die Kappnot integriert wird. Die erste Note von der Kappnot. Die zweite Note von der Kappnot. Und daraus resultiert ein Abspannpunkt aussen und ein Abspannpunkt innen. Aussen braucht man ganz klar die Abspannung gegen Wind, Schneelast und. Und innen resultiert eine Möglichkeit, eine Wäscheleine aufzuhängen.